Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8 und in diesem Video passiert folgendes. Was ist denn, wenn ich die immer so in die Richtung fliegen lasse und dann hier nach drüben? Und dann da vorne, bevor die bei dem Berg angekommen ist, stoppe ich erstmal. Ich gebe euch einen Tipp. Ansage an alle. Bevor es jetzt losgeht, falls du neu bist, mich noch nicht kennst, würde mich freuen, wenn du nicht vergisst, den Kanal zu abonnieren, weil dann alle weiteren Videos in der Abo-Box und ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus wäre auch immer wahnsinnig lieb. Vielen Dank, wenn du daran denkst. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich möchte einen riesen Pyramid ausheben, wo man eine richtig schöne Farm bauen kann in den Sub-Chunks. Das wird dann eine Maschine sein mit zwei TNT-Tubern sozusagen. Man wird halt die ganze Zeit mitfahren, AFK sein, und es wird eine riesige Strecke ausgehobelt werden, ne? Wo könnten wir denn am besten mal sowas bauen? Ich vermute mal, dass wir hier irgendwo das machen auf der Höhe 170. Also 30 Blöcke drüber. 180 müssen wir die erste langfliegen lassen nach da drüben. Und wieder zurück. Wir starten am besten hier. Der Duper fliegt immer in diese Richtung, hier zurück und hier das Gebiet einfach ab. Mann, wo fängt man am besten an? Das ist einfach ein viel zu großes Gebiet, was ich gar nicht schon wieder einschätzen kann. Gut, dann bauen wir die Kisten mal hin. Ich bin Höhe 155 hier, aber ich würde sagen, ich starte einfach mal und wir fangen langsam an oder sowas. Slime, Glass, Glass, Slime. Und ich versuche das jetzt im Survival hier zusammenzubauen. Ja, von dieser Seite einen nach oben, einen zur Seite und dann geht das jetzt hier langsam los. Jetzt brauchen wir das TNT. Kann ich direkt schon dran setzen und auch hier der Corifan. Ne, also das passt schon. Dann gehen wir mal ganz kurz nach hier oben. Da kommt ein Spiel Detector hin, die platziere ich aber erstmal noch nicht. Und oben drauf brauchen wir jetzt einen Observer, der nach oben zeigt. So, und ich glaube auch noch einen Redstone Block, der einfach davor kommt. Yep. Mit einem Block Abstand. Und zwar nach hier. Kommt auch ein Sticky Piston hin. Ich glaube mal mit. So, dann hier ein Block. 2, 3. Dann brauchen wir einen Observer nochmal. Der Observer zeigt dann nach hier. Oh, jetzt gut, ups. 4, 5. Da kommt wieder Observer drauf. Und hier wieder ein Sticky Piston dran. So, hier drüben bauen wir jetzt wieder genau dasselbe. Was ein Loch, weil wir dort geile Mob-Farmen drin bauen können, Leute. Folgendes Problem. Wenn ihr eine Mob-Farm baut in einer Minecraft-Welt, dann gibt es überall noch Höhlen unterirdisch, wo Mobs drin spawnen können. Du kriegst nie die effektive Rate raus. Aber wenn du einfach alle Blöcke entfernst in einem großen Radius, dann gibt es ja keine Löcher, wo Mobs drin spawnen können. Also kann man dann dort Farmen bauen, wo die Mob-Spawn-Rate extrem hoch ist. So, und dafür muss man eben alle Blöcke entfernen aus dieser Welt und dafür machen wir das auch. Außerdem ist das ein absolut geiles Projekt und ich kann mir schon das Gesicht von Max vorstellen, wenn er guckt und einfach ist es ein Loch hier, was einfach 5-mal oder 10-mal so groß ist wie das, was er im Ozean für den Golem gebaut hat. Da wird sich auch denken, Spark, was hast du hier gemacht? Dann sage ich, tja, das habe ich allein gebuddelt. Einfach nur auf mega crazy. Es gibt auch ein Problem, ich muss diese Maschine mehrfach bauen, weil ich kann jetzt von hier nicht bis zum Bedrock runter. Ich müsste auf der Höhe 80 sein, ich bin auf der Höhe 155. Das heißt, wir müssen zwei Etagen machen. Einmal hier so weit runtersprengen, wie es geht. Und dann muss ich diese komplette Maschine um 80 Blöcke nach unten versetzen und dann erneut wieder. Je tiefer man eine Farm in der Welt baut, umso mehr Mobs spawnen dort dann am Ende. Also dieser Bereich hier, alles was ihr jetzt seht, wird bis zum Bedrock abrasiert. Und die Maschine dafür ist hier oben gebaut worden. Oder da fangen wir jetzt gerade an, sagen wir mal so genauer gesagt. Ich würde gerne hier Netherportal einsetzen und das dann auch verlinken. Und da gucken wir mal. Damit ich schnell von A nach B komme, auch um mal schnell zurückzukommen, brauche ich jetzt erstmal hier, ich mache das Portal an. Ich habe die Koordinaten gemerkt, wir teilen die nochmal durch 8. Und da mache ich jetzt über der Netherdecke ein Portal und dann gehen wir rüber. Ja, wir markieren das am besten. Ich würde sagen, damit man weiß, dass es von mir ist, mache ich jetzt hier einen Steinblock drauf. Wir müssen jetzt noch die TNT-Minecarts draufpacken, damit das explodiert. Oder, Quatsch, damit das einsatzbereit ist und jupen kann. Und dann geht's ab. Let's go. Großes Finale. Was ist das große Finale? Der große Start. Das wird geil. Ich bin aufgeregt, ob ich alles richtig gemacht habe, wie auch. Ist irgendwo noch was im Weg? Nee, das kann voll runterfallen. Hilfsblock noch da? Nein, alles weg. Hier ist an der Seite die Blöcke. Oh, ich bin aufgeregt. Wollen wir drücken? Wollen wir drücken? Komm, ich drücke jetzt hier drauf. Es geht los. Oh, yes. Oh, yes. Mein Projekt. Es nimmt Form an.
Ja. So macht man das nämlich mit Trocken oder mit Ausheben. Wir haben eine Quarry gebaut. Meine Damen und Herren, in dieser Folge regnet es extremst viel TNT. Insane viel TNT, wie das einfach aussieht. Oh mein Gott. So, pass auf, hier hinten kommt jetzt ein ganz wichtiger Schlüssel. Wait for it. Nein! Nein, es ist ein Fehler passiert. Warum? Nein, ich hab verkackt. Nein! Ich hab Mist gebaut. Hä, aber der Pisten war doch da, wo der Observer ist, oder? Oh nein. Sag mir nicht, dass es ein Fehler war. Nee, ich hab einen Block verfehlt. Wieso hab ich denn einen Block verfehlt? Das kann doch nicht sein. Ich hab einfach einen Block verfehlt. Okay, ich hab's. Hab's. Tja, nicht ohne. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die jetzt richtig gefixt wurde. Das wäre nämlich ganz schön. So, hier hinten wendet die jetzt. Die wird zwei zur Seite geschoben, glaube ich. Ich hoffe mal, dass es zwei sind. Nee, irgendwie sah es nach einem gerade aus, aber wir werden sehen. Sehr, sehr schön. Wir glätten das richtig jetzt, ne? Wir glätten das richtig schön flach runter. So, und dann wende die Maschine wieder zur Seite und fliegt wieder zurück. Yep. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Gut, und um jetzt ganz genau zu sein, was unsere Aufgabe jetzt ist, wir müssen AFK stehen. Wir müssen erstmal gucken, ob sich das Ding hinten noch wenden wird. Und da schauen wir doch mal. Was machen wir damit? Wir werden jetzt hier einen riesigen Bereich ausheben bis zum Bedrock. Und dort können wir dann Farmen bauen, die von allen anderen Mobs oder die effektivsten Farmen, die es in Minecraft gibt, können wir dann bauen. Weil nirgendwo anders im Umkreis Mobs spawnen können, außer in unserem Bereich, den wir exklusiv dafür freischalten. Wenn du hier eine Mobfarm baust oder so, dann können ja Mobs unterirdischen Höhlen und sonst was spawnen. Du wirst nie alles ausleuchten können und so weiter und so fort. Und Achtung, das sollte jetzt gleich hier funktionieren, zurückgeschickt werden. Ja, geht doch. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Läuft. Das ist einfach geil. Das hat früher noch niemand gebaut. Ich glaube, Norman hat eine Quarry gebaut. Aber ich werde einen richtig großen Bereich damit ausheben. Einen richtig, richtig saftig großen. Ja, also kriegst du einfach viel mehr geschafft, ne? Mit sowas. Schaut mal, wie viel ich hier Platz. Oder wie viel ich hier ausgrabe damit. Das ist ein insane riesiger Bereich. Ja, ist schon nicht verkehrt, wenn wir das einfach erstmal durchlaufen lassen, ein Weilchen. Ich gebe euch einen Tipp. Ansage an alle. Legt euch in Craft Attack niemals mit Sparky an, weil ansonsten fliegt er mit so einem Ding über eure Base. Muah. Legt euch nie mit Sparky an, ansonsten macht ihr so ein Loch aus eurer Base. Ja. Ich habe einfach die ultimative Geheimwaffe. Alles und jeden zu vernichten in Minecraft. Dann gehe ich einfach mal eines Nachts abends hin, baue mir so ein Ding auf und fliege über die Base von jemandem drüber. Dann lockt er sich am nächsten Morgen ein und es ist nichts mehr da. Nichts. Gar nichts. We'll be right back.
Darf ich vorstellen, das Loch habe ich seit gestern Nacht gegraben. Vielleicht kann ich daran erinnern, als wir spät hier geendet haben und die Flugmaschine laufen lassen. Oha, oha, oha. Können wir mal machen, ne? Außerdem habe ich hier vorne noch weitergebaut. Auch alles weggesprengt. Ja, die Maschine ist leider in zwei Teile gebrochen. Ist leider auch eine Wasserquelle gewesen, die hat das ein bisschen ruiniert. Aber meine Damen und Herren, das würde ich sagen, ist mal ein riesiges Loch. Kann man mal machen, ne? Und das ist noch nicht mal die Hälfte, wenn das fertig ist. Oha. So hat ein Pyramid aussehen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Der muss noch größer werden, leider. Ich habe 100.000, wenn nicht Millionen Blöcke schon abgetragen hiermit. Da ist ein bisschen was passiert, ne? Go big or go home. Ja, ich muss hier unten ein bisschen was an Lava noch entfernen, einfach. Da müssen wir mal gucken. Und ich wollte mir leider die Maschine irgendwie zerbrochen in zwei Teile. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber okay. Ja, aus, wenn es rausgucken würde, optische Illusion. Ja gut, ne, das hier ist, das hier vorne guckt halt auch raus, sozusagen. Das ist ja, hier ist halt eine Flugmaschine drüber, die hat schon alles weggebombt. Und hier kommt dann die nächste durch. Und wisst ihr, was wir jetzt einfach mal machen? Müssen wir die Wasserquellen entfernen. Und dann höchstwahrscheinlich nochmal neu durchlaufen lassen an einer gewissen Stelle. Also, wir werden hier noch Größeres bauen. Problem ist, in der Breite ist es ein bisschen schwierig. Teilweise gehen die Maschinen kaputt, wenn ich zu weit weg bin. Ich werde hier drüben nochmal so ein Ding daneben setzen, vielleicht nochmal eins daneben setzen, einen riesigen Bereich hier ausheben. Das heißt, das, was ich hier gemacht habe, ist gerade mal das Ergebnis eines einzelnen Tages. Und ich denke mal, ich werde hier noch ein bisschen dran sein oder so. Das ist einfach das Tagesergebnis, meine Damen und Herren. Ja, das haben wir mal an so einem Tag hier gemacht. One day, alleine. Jetzt überlegt mal, wie lange wir an einem anderen Ding ja dann noch gesessen haben, ne? Aber ja, riesige Berge sind abgetragen worden. Und da kenne ich nichts. Da machen wir kurz einen Prozess. Die Frage ist, wie weit das noch gehen wird. Ich würde sagen, ein gutes Stückchen. Vielleicht bis hier hinten noch so. Das können wir alles noch wegmachen, hier wo ich gerade drüber fliege. Oh yes. So, ich muss die Maschine nochmal zurücksetzen. Die muss hier diesen Berg noch abtragen. Und die darunter liegende sowieso. Die ist irgendwie in der Mitte kaputt gegangen. Und ich weiß nicht genau wieso. Ich habe keine Ahnung. Die Hälfte ist irgendwie gar nicht angekommen. Die andere Hälfte ist wieder zurückgeflogen. Hä? Irgendwie 50-50. Ich habe die auch trotzdem nach dem Stream gestern noch ein paar Mal auf und abgebaut. Oder zumindest halt hier die Flugmaschinen resettet. Mein kann's wieder draufgepackt. Ich bin da ein bisschen souveräner jetzt und das geht ganz gut. Das ist aber auch eine Sache, die mache ich dann später AFK. Ich würde jetzt nur die Sachen einmal umstellen, damit ich die dann ganz in Ruhe wieder starten kann und AFK stehen kann. Ja, dann fährt die wieder zurück. Und wenn die sich vorne auch automatisch wieder zurücksetzt, dann passt das. Dann haben wir fertig. Ich hatte ein paar Probleme, weil ich zu weit weggeflogen bin oder so. Dann sind die Minecarts runtergefallen und das ist schlecht. Dann gucken wir mal, ob der jetzt wieder eins zur Seite geht und dann haben wir es wieder. Wenn jetzt eins zur Seite geht, fliege ich rüber, setze wieder den Redstone Block, schalte also das untere Ding aus. Das der obere verlege ich nach vorne. So, und macht er es. Bitte lasst ihn machen. Nein. Macht er nicht. Warum? Irgendwo fehlt ein Block. Oh, ich sehe wo. Ein Observer. Ist aber nicht schlimm. Kann ich manuell machen. Oh, jetzt geht's wieder los. Und jetzt sollte die Kiste auch richtig wieder funktionieren. Es funktioniert wieder alles. So, dann schalte ich immer aus. Warte, bis es wieder zurückgekommen ist. Nicht, dass ich jetzt wegfliege und die Chunks entladen sich und die Flugmaschine geht wieder kaputt. Ich bin auch wirklich arg an der Grenze, ne? Weiter entfernt oder breiter hätte das Ding nicht sein dürfen. Weil, ja, geht kaputt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.